Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gina Trader Helpdesk, natürlich mit Carsten Berger. Freue ich mich auf das Webinar heute mit ihm zusammen und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind und begrüße Sie im Namen von FX Sled. Und bevor ich vergesse, stelle ich mich natürlich auch kurz vor. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. So, bevor ich aber an den Carsten übergebe, müssen wir natürlich trotzdem, auch wenn es ein Helpdesk-Webinar ist, den Risikohinweis kurz besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig und bitte entsprechend beachten. Gut, dann sage ich auch nochmal offiziell guten Abend, Carsten, und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön, Nelson, für die tolle Ankündigung. Dann übernehme ich hier mal den Bildschirm und wähle den entsprechenden Bildschirm aus, nämlich mal den, damit ihr, ich duze euch, das machen wir immer so bei uns, einfach wisst, mit wem ihr hier zu tun habt. Also, mein Name ist Carsten Berger. Ich bin 52 Jahre alt, nicht mehr lange, im Dezember wird es dann die 53 sein. Bin von Beruf gelernter Diplom-Verwaltungswirt, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist im Polizeibereich, wo ich tätig war, und lebe 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, im Moment noch die etwas weniger Corona-belastete Zone. Also es liegt wahrscheinlich an der doch spärlicheren Besiedlung im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen. Agina Trader Helpdesk Webinar, so lautet der Titel heute. Das ist heute auch der Inhalt. Nichtsdestotrotz ein paar Worte zu mir. 1987 habe ich schon begonnen, mich für Anlageinvestments zu interessieren und habe das auch bis heute durchgezogen. Deswegen kann ich sagen, Entschuldigung, ein bisschen erkältet, kann ich sagen, dass das reine Cost Averaging, also in Anlage in ETFs oder in Fonds, immer jeden Monat etwas zu sparen, für jeden schon mal ein einfacher Punkt ist, um damit zu beginnen. Also das war mein erster Kontakt im Endeffekt. Dann kam 94 Aktientrading dazu, also ein bisschen aktiver zu sein, also Swing Trading. 2013 Agina Trader, unser heutiges Thema, diese Software, die natürlich nicht alleine jemanden zum Erfolg bringt, sondern derjenige, der davor sitzt, ist entscheidend, nämlich das Gehirn. Und ihr müsst wissen, wie ihr das Ding bedienen müsst, damit ihr einigermaßen erfolgreich seid und natürlich das auch zusammenbringen mit eurem Trading-Wissen. Dann nimmt euch diese Software auf jeden Fall eine ganz, ganze Menge ab. Aber wie gesagt, das hat technische Vorteile für euch, aber ihr müsst diese auch nutzen können. Deswegen braucht ihr auch etwas Fachwissen über diese Software. Und darum soll es ja heute gehen. Und das müssen gar keine schwierigen Fragen sein, die ihr hier stellen sollt, sondern ihr könnt auch ganz einfache Fragen stellen. Also bitte, das Webinar jetzt lebt von euch, bringt euch damit ein, stellt eure Fragen, denn das ist nichts anderes, als würdet ihr heute zum Beispiel einfach mal beim Support anrufen und sagen, hallo, wie sieht's denn aus? Ich habe da mal eine Frage. Also so dürft ihr das wirklich sehen. Ja. Stellt also bitte eure Fragen. Da ich diesen Agina Trader schon relativ gut beherrsche, also bis, ich denke mal, so 90% in der Funktionsform, die da vorliegen, stecke ich relativ tief drin. Von daher glaube ich, dass ich euch das gut beibringen kann. 2015 habe ich dann angefangen, meine eigene Strategie, die Perlentaucher-Strategie. Diese Webinare, die führe ich ja auch gerne mit FX Flat zusammen durch, wo ich dann halt nach einer bestimmten Strategie Aktienhandel. Natürlich nutze ich dafür den Agina Trader, weil er viele Dinge erleichtert. Und ja, seit 2019 gibt es diese Perlentaucher-Strategie auch für den Agina Trader, jedoch nicht in dem Store von Agina Trader, wo man den kaufen kann, sondern das läuft nur über mich und man bekommt dann diese Datei inklusive eines Coachings dafür zugesandt. Wer das mal sehen möchte, der sollte dann wirklich mal in dieses Webinar für das Perlentaucher-Strategie reinschalten, was auch einmal monatlich hier gehalten wird. Dann kann man das hier gerne mal verfolgen. Okay, was erwartet euch heute? Logischerweise Aktuelles zum Agina Trader. Da gibt es gar nicht so viel Aktuelles. Wir sind ja auch gerade aus den Ferien gekommen.
was ich dann so aus der Software-Schmiede gehört habe, war das im Endeffekt so, dass wir immer noch in der Beta-Version sind 2.7.5, wo es darum geht, den Magina Trader einige Funktionen mehr, sage ich mal, aufzubürden. Das hat ja immer damit zu tun, dass man sehr viel programmieren muss, um das auch alles zum Laufen zu bringen, denn wir wollen ja die Sicherheit für unser Trading durch diese Software natürlich auch weiterhin behalten. Und deshalb können wir gespannt sein, was da kommt, dass zum Beispiel, dass das Ding auf dem eigenen Server läuft und ihr könnt dann von verschiedenen Geräten darauf zugreifen. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf diese Funktion, weil es natürlich ganz, ganz viele Sachen vereinfacht. Denn wenn ihr da den Agena Trader sonst installiert auf einem Rechner, auf dem Desktop zu Hause, wo er bei mir ist überwiegend, dann habt ihr natürlich dort eure Trading-Dateien, eure Ergebnisse, eure Einstellungen, was ihr verändert. Wechselt ihr jetzt, weil ihr in Urlaub fahrt, dann steht ihr vor dem Problem, wie nehme ich denn das mit? Wie kriege ich denn die Datei darüber? Kann ich das gleichzeitig machen und so weiter? Das sind ja Fragen, die sich da auftun. Und wenn das jetzt auf dem Server irgendwann laufen soll, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eine spannende Funktion. Eure Fragen zu den Agena Trader Funktionen sind natürlich hier immer herzlich willkommen. Deswegen einfach reinstellen da in die Fragen und keine Scheu haben. Wenn ich etwas nicht beantworten kann, dann schickt mir eine E-Mail mit einem kurzen Stichpunkt. Dann können wir direkt korrespondieren. Ich lese mir alle E-Mails durch und ich beantworte die auch. Und wenn heute keine Fragen sind, dann wird das Webinar vielleicht relativ kurz. Das ist ja auch kein Problem. Ansonsten erzähle ich euch gerne noch was zu Indikatoren im Chart und im Scanner. Ja, wie setzt man die ein? Wo kann man die hinpacken? Das wäre jetzt so mein Themenvorschlag. Ansonsten fragt einfach oder schreibt einen Themenvorschlag rein, dann kann ich jetzt hier auch aktuell live dazu was sagen. Okay, Kontakt zu mir bekommt ihr natürlich, wenn ihr euch für die Perlentaucherstrategie interessiert, über mich, für meine Homepage tradercoach.de und natürlich auch den E-Mail-Kontakt einfach cb@tradercoach.de. Schreibt mir dann eine Frage rein, die ihr habt oder sonstige Kontaktaufnahmen zu mir, sind Sie herzlich willkommen. Wer die entsprechenden Webinare, ich gebe hier mal meine Homepage rüber, wer die Webinare sehen möchte, die Aufzeichnung zum Beispiel zu den Perlentaucher, dann kann das hier über Webinar und Videos gehen. Und da kann man sich entscheiden, ob man die Webinare vom Perlentaucher sehen möchte, die dann hier aufgelistet sind. Ich sehe, ich muss noch eins hochladen. Oder wer sagt, nein, ich möchte mir lieber Webinare und Videos zum Agena Trader ansehen, der klickt natürlich hier drauf und kriegt hier zu den Agena Trader entsprechende Unterstützung. Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich sichte jetzt mal den Fragenkatalog, ob da schon was aufgetragen wurde. Oh, die Teilnehmerzahl ist schon gut gestiegen, wie ich sehe. Ich grüße ja einige Leute, die hier schon bei mir sind, in der Perlengrauer-Gruppe. Herzlich willkommen. Alte Bekannte, hallo Micha. So, Fragen. Wo sind sie gelandet? Da sind sie nicht. Da unten sind sie. Okay, da muss ich mir die jetzt rausziehen. Das mache ich jetzt. Und dann schiebe ich gleich den Agena Trader rüber. Jawohl, ich sehe schon, da wurde was reingeschrieben. Ja, schönen guten Abend, Micha. Logischerweise grüße ich dich auch. Dann schiebe ich mal meinen Agena Trader rüber. Der sieht nicht ganz so aus wie mein Perlentaucher-Arbeitsplatz, weil ich jetzt hier einen eigenen Reiter habe, wo ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht habe, weil die Perlentaucher-Strategie steht ja hier nicht im Mittelpunkt, sondern letztendlich die Bedienung. Aber so sieht mein Originalarbeitsplatz aus, bis auf den Scanner jetzt hier so. Okay, die erste Frage. Die Virtual Private Server Funktion interessiert mich sehr. Ja, mich auch, Ingo. Wie funktioniert das mit CapTrader mit dem Zwei-Faktor-SMTS? Authentifizierung. Ja, das ist zum Beispiel eine Frage, die geht ja an CapTrader. Die kann ich gar nicht beantworten, weil ich habe das mit dieser Zwei-Faktor-SMS-Authentifizierung auch nicht. Ich habe immer noch dieses ganz normale Kärtchen mit diesem Sicherheitscode.
Weiß nicht, wie lange das noch gilt, aber das benutze ich. Von daher kann ich dir leider keine Auskunft geben, vielleicht da wirklich dich an CapTrader wenden oder an FX Flat, weil die vermitteln ja jetzt endlich auch die entsprechenden TWS-Anschlüsse und die entsprechenden Konten bei IB. Kommt per SMS, schreibt er, ja klar, also wenn das funktioniert, ist das eine super Sache, wenn man sein Handy auch immer dabei hat. Bin ich immer skeptisch, weil wenn das mal nicht funktioniert oder ich gerade kein Ladekabel habe, dann bin ich immer abhängig vom Handy. Also ich habe das immer irgendwie gerne woanders, aber mittlerweile machen das ja alle so. Gibt es Realtime-Daten, die man kostenlos beziehen kann oder die sehr günstig sind? Ja, das ist das ganz, ganz große Thema. Das stimmt. Alcina Trader ist eine tolle Software, aber wenn da keine Daten hineinfließen, dann sieht das Ding ja ziemlich machtlos aus, weil wir brauchen einfach Daten. Und der Vorteil einer Broker-Plattform ist ja überwiegend, dass halt gerade bei FX Flat mit den CFDs die Kursdaten ja kostenlos mitgeliefert werden. Das ist schon mal ein Vorteil. Spricht für die CFDs, spare ich mir Kursdaten. Ich kann das mal sagen, wie es bei mir ist. Ich nutze Daten entweder von Taipan, also diese End-of-Day-Daten, die ich vielleicht brauche für mein Tool, oder Realtime-Daten zum Beispiel auch von Teletrader. Also beide Taipan und Teletrader bieten dann einen sehr guten Service, muss ich sagen, und auch eine gute Datenqualität für das, was ich mache. Also hauptsächlich mit Aktienhandel. Wenn man nun Realtime-Daten benötigt, dann wird die Sache schon mal etwas teurer, logischerweise. Und meine Gebühren liegen im Monat, wenn ich Realtime-Daten für den Xetra, also für den deutschen Handel habe, und für die amerikanischen Aktien Nasdaq und NYSE, liegt das insgesamt mit dem Paket bei rund 80 Euro im Monat. Das ist eine Menge Holz. Wenn jetzt jemand ein 1.000-Euro-Konto hat, dann macht das nicht so einen Sinn, sich für 80 Euro, außer er hat eine mega Performance, sich da diese Daten reinzulegen und dann zu handeln. Dann würde ich eher logischerweise auf eine CFD-Variante für kleine Konten zurückgreifen, weil dann die Daten einfach besser sind, weil sie, also besser meine ich jetzt in der Form von vom Kostenfaktor her. Ja. Was natürlich geht, da sind wir aber nicht beim Realtime, Micha, sondern wir sind bei End-of-Day-Daten. Und das, was immer noch nicht propagiert wird, aber noch funktioniert, ist im Endeffekt, dass ich mir die Daten von Yahoo hole. Viele meiner Kunden sagen immer, Mensch, ja, End-of-Day-Ansatz reicht doch. Das stimmt. Dann kann man ja auch Daten eventuell für End-of-Day-Daten von Yahoo nehmen. Das geht nämlich auch. Also ich kann mir über Verbindungen neues Konto hinzufügen, könnte ich mir dann über Yahoo, jetzt mal darauf, Yahoo hier anwählen. Das kann man auch über eine Verbindung neu machen. Dann schreibt man hier oben seine Verbindungsnamen selbst rein, wählt hier den Anbieter Yahoo aus, dann kommt das rein. Dann klickt man auf die nächste Seite und da würde ich empfehlen, das hier zu deaktivieren. Normalerweise ist hier ein Haken gesetzt. Dieser Haken bedeutet nichts anderes, als dass alle 3600 Sekunden, das kann man auch einstellen, immer wieder beim Yahoo-Datenserver angefragt wird, hallo, Daten liefern. Und dann hat man so eine zeitversetzte, je nachdem, wie schnell man das hier einstellt, Daten, ja, Realtime ist es ja nicht, zeitversetzt, aber ich kriege immer wieder den relativ neueren Stand, sagen wir mal so. Für mich ist es eigentlich egal, weil ich nutze meine Signale, wenn die Börse zu ist. Deswegen kann ich mir die Yahoo-Daten, wenn ich die bräuchte, auch nach dem Börsenende beziehen. Dann weiß ich ja, das ist jetzt Feierabend und nach Viertelstunde, nachdem die Börse geschlossen hat, sind die dann halt valide, die Daten, und dann kann ich mir die abrufen kostenlos. Nachteil bei Yahoo ist nicht immer alle Instrumente, die neu in den Umlauf gekommen sind, neu emittiert sind, sind dann schon so drin, Imagina Trainer. Also wer das dann aber beherrscht, kann das relativ schnell mappen selber. Geht zum Beispiel so, dass man Haupt-Tools, Einstellungen, Instrument Escort wählt. Und wenn man jetzt hier beispielsweise eine Deliveroo Hero hätte, die auswählt, dann habe ich ja hier die Einstellungen dazu, zu der Deliveroo Hero. Und diese Aktie wäre meinetwegen bei
eine Mapping von Yahoo nicht dabei. Wenn ich mir ein Mapping von einer anderen Konto ziehen würde, dann hätte ich ja das schon. Und wenn ich dann trotzdem Yahoo benutzen will, dann muss ich hier einfach Yahoo auswählen mit so einem Dropdown-Feld oder was immer ich für einen Datenfeed-Anbieter hier habe. Da unten ist Yahoo. Dann nehme ich das und müsste dann die richtigen Daten dafür eintragen. Das ist in dem Fall, dann sieht das so aus. Ja. Und wenn ich das hier eintrage, dann sollte in der Regel dann die Daten von Yahoo kostenlos geliefert werden. Das heißt, ich habe dann auch einen Chart. Und für viele Investoren und so ist ja ausreichend, wenn ich halt hier in dem Fall einen Tageschart sehe. Da muss ich ja nicht unbedingt jetzt hier im Tickchart oder im 1-Minuten-Chart unterwegs sein. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn ich Daten auf Tagesbasis bekomme, dann habe ich die natürlich auch in Form eines Wochencharts, weil die knüpft der AT dann innerhalb seiner eigenen Software so zusammen, dass wir hier Wochenkerzen haben. Ja. Eine Etage tiefer Richtung Stundenchart geht das dann nicht, wenn man mit Yahoo unterwegs ist. Da ist dann halt Ende. Ja. Einen Monat kriegt man natürlich auch, also alles, was größer als der Tag ist, ist dann halt kostenlos. Darf man sich nicht wundern, wenn man Yahoo mal anschließt, könnt ihr gerne probieren. Viele haben den Magen zu sagen, na, wenn ich jetzt eine Yahoo anschließe und habe jetzt noch einen Taipan-Anschluss, Daten, das vermischt sich doch. Nein, da gibt es ein Keiji und da laden sich die Daten in verschiedene Verzeichnisse rein in eurer Software. Sieht man das auf dem Verzeichnis, auf eurem Computer. Da gibt es dann wirklich ein Verzeichnis, das heißt Yahoo oder Taipan. Und da fliegen die rein und erst wenn da Daten fehlen, dann wird das halt angeglichen. Aber ansonsten werden die separiert. Also ihr könnt da eigentlich nichts vermischen. Was man eventuell mal machen muss, ist, wenn es mal hakt beim Datenfeed, dass man einfach hier mit rechts mal mit der Maustaste ja, reinklickt und dann auf Daten neu laden geht. Dann schiebt er das nochmal an und dann kann hier sein, dass am Ende in der Kerze vielleicht mal doppelt da steht. Macht ihr dann auf Daten neu laden, dann geht diese doppelte Kerze weg. Also man kann den Arjuna Trader auch so betreiben, ohne jetzt gleich in die Vollen gehen zu müssen und einen Datenfeed abonnieren zu müssen. Ja. Man muss sich bei Yahoo aber extra anmelden. Nö, anmelden nicht. Also das greift ja auf die Homepage von denen zu. Das heißt, du machst hier einfach ein Konto auf, Micha. Tools, Einstellungen. Kontoverbindungen und dann machst du hier, wieso hat er jetzt, achso, ich bin verbunden, alle trennen, man muss ja mal trennen und jetzt kann ich hier dazu fügen und dann schreibe ich hier, wie gesagt, ja, Uhr wird schon ein paar Mal reingeschrieben, aber ich mache es jetzt nochmal, ja, Test, dann hier unten einfach auswählen, da, auf Weiter, den Haken hier rausnehmen und fertig. Wenn ich hier auf Fertig klicke, dann fängt das Ding jetzt hier an zu mappen und zieht sich quasi diese lange Liste von Daten ja, über Yahoo, was sie für Daten haben für die entsprechenden. Dauert eine Weile, aber es geht alles automatisch und dann kann man das normal anschließen. Man muss sich da nicht anmelden. Also lohnt sich auf alle Fälle mal reinzugucken, wenn das die Instrumente sind, also Aktien oder so, die ihr handelt, dann könnt ihr das gerne damit tun. Das ist relativ entspannt. So, dann kann ich hier unten wieder verbinden. Man geht auch schnell, wenn man mit der Maustaste hier unten links, ja, wenn ich da wieder was drin haben möchte, so rechts reinklicken, Connect. Dann habe ich hier den SIM-Account und wenn ich jetzt hier wieder auf Daten gehen will, Verbindungen, verbinden, dann in dem Fall nehme ich das hier. Das ist mein Datenfeed dann wieder und dann sollte der anfangen, die Daten zu laden. Okay, ich hoffe, die Frage mit den Daten ist einigermaßen beantwortet. Also Realtime-Daten kostenlos gibt es nur über einen guten CFD-Anbieter. Kann ich euch FX Flat vorschlagen, wirklich guter CFD-Broker. Und die Daten sind auch wirklich toll, die die haben zu ihren Aktien und so weiter. Und da bekommt ihr die Daten letztendlich kostenlos und habt dann auch einen Chart, mit dem ihr was anfangen könnt. Ne? Gerade für kleine Konten eine tolle Sache. Wo finde ich meine abgeschlossenen Trades in welchem Verzeichnis? Ja, das ist eine tolle Frage, Uwe. Das finde ich nämlich genial, weil
Das ist für mich auch immer ein Problem gewesen, weil ich halt immer sage, Mensch, wenn ich den AT woanders mitnehme, wo sind denn die eigentlich drin? Also kann ich dir zeigen, wo die drin sind. Wenn du deinen Browser öffnest, komm gleich mal angeflogen. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auf Anhieb sofort finde. Bei mir liegt der, nicht wundern, ich habe ein paar mehr GinaTrader-Versionen drauf. Das ist der aktuelle, der läuft. Bei GinaTrader, wenn ich da doppelt draufklicke, dann wirst du die finden hier in der Store SDF-Datei. Nun ist dem aber so, dass ich das nicht weiß, wie ich diese Store-Datei auslesen kann. Also weil ich, das Ding ist wahrscheinlich so verknüppert mit dem AT. Außer ein Informatiker sitzt jetzt da, der kann gleich reingrätschen und uns da gleich einen Tipp geben. Also ich komme da nicht ran. Besser wäre natürlich, ich hätte so eine externe Excel, meinetwegen auch verschlüsselt, das wäre toll, wo ich die halt einfach auslesen kann oder so eine CSV-Datei, ne? So wie IB das macht, letztendlich die Berichte rausschicken oder die Daten auch an externe Trading-Journal-Anbieter. Da geht das ja auch mit einem Export. Ja, und das haben wir hier nicht. Also ich habe es jedenfalls noch nicht hinbekommen, sondern die liegen dann halt in dieser Store-SDF-Datei drin, die man halt auch sich immer sichern sollte, auch mal extern von dem Agina-Trader, einfach so manuell. Ja. Da hängen die Dinger drin. Das ist leider nicht so befriedigend, weiß ich, aber geht ja auch ein bisschen um Sicherheit, ne? Also eine CSV-Datei ist dann halt nicht ganz so sicher und hier ist sie halt verschlüsselt. Okay. Hallo Carsten, ich habe immer noch, sagt der Peter, immer noch Probleme mit der zweiten Datensehe, wie ich sie aufrufe. Erscheint oben links im Chart die entsprechend. Okay, zweite Datensehe hier. Warum macht das Sinn? Also der T hat ja letztendlich, wenn man jetzt hier raufklickt, wo ist er hin? Ist ja auch nicht schlecht. Sieht ja irgendwie anders aus als sonst. Okay. Zweite Datenserie war sonst immer hier so ein Pluszeichen, das weiß ich noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir noch. Ich habe ja noch eine Universe-Version, ist daran nicht stören. Ist im Endeffekt eine etwas bessere Andromeda. Aber wenn ich jetzt. Neu. Korrelationsmatrix. Okay, die ist noch drin. Klicken wir mal hier drauf. Ich habe mal hier oben in dieser Zeile, ne, in diesem Chart, dieses Chart logischerweise und diesen Chartbalken hier oben, sind ja verschiedene Funktionen drin. Ja, und ich, wenn da mal welche fehlen, so wie jetzt bei mir, dann hat man hier so ein Pfeilchen, dann klickt man drauf. Hinzufügen, ja, oder hinwegnehmen. Und dann kann man gucken, wo dieses Teil ist. Und da haben wir es, ne? Zweite Datenserie. Das hake ich jetzt mal an. So, und dann habe ich die Funktion hier drin. Also es ist dieser Strich mit dem Plus. Klicke ich da drauf. Dann möchte ich jetzt zu dieser Aktie hier, Quepp, so ein Ölding. Die Aktie nehme ich einfach mal. Die Halliburton-Aktie dazu ist auch was mit Öl und klicke die doppelt an, dann habe ich die ausgewählt. So. Und dann habe ich den ursprünglichen Chart, diese QEP-Aktie, hier oben als Einstellung, so wie immer ich den haben möchte. Und hier die zweite Aktie als Linienchart hier drin. Und dann ändert sich hier auch die Skala, weil die ist hier nicht mehr auf Preis, sondern die ist dann hier auf entsprechendes Prozent geändert. So, wenn man das jetzt zusammenscrollt, dann sieht man, dass sich das ein bisschen verändert. Und wenn du sagst, du hast jetzt Probleme mit der zweiten Datenserie, Peter, dann hoffe ich, kannst du jetzt wenigstens deine Daten dort einlesen. Das wäre ja schon mal wichtig zu wissen, ob du eigentlich diesen Balken da reinbekommst. Ja. In der Zeit lese ich kurz weiter. Zu Yahoo ist noch eine Frage, kann man auch deutsche Aktien screenen oder nur US-Aktien? Nein, man kann damit auch deutsche Aktien screenen, logischerweise. Also sind damit enthalten.
Oben links im Chart die entsprechende Zeile, zum Beispiel in Comini und vier dazugehörigen Symbole. Leider ist keine Anzeigelinie im Chart. Okay, du scheinst wirklich da immer noch Probleme zu haben, das lese ich gerade. Ja, woran liegt das? Also bei mir funktioniert das. Ich nehme mal an, du hast die Andromeda-Version. Das ist schon mal. Und du gehst auch über dasselbe Zeichen, denke ich mal. Weißt du was, Peter? Ich habe die Woche, ist jemand abgesprungen vom Coaching, weil er leider krank geworden ist. Kein Corona. Schreib mich doch einfach mal an über meine E-Mail cb@tradercoach.de und dann schalte ich mich mal bei dir auf den Rechner auf. Das dürfte ja keine lange Sache sein. Mich interessiert so eine Sachen auch immer, weil auf alle Sachen weiß ich auch nicht immer eine Antwort. Das schaue ich mir trotzdem gerne mal an, weil daraus lerne ich ja auch. Wollen wir das so machen? Dann melde dich einfach bei mir. Okay, kann die Mercury-Version einfaches Scannings wie Aktienpreis gleich EMA 200? Wenn ja, wie geht das? Danke, Marc, für diese Frage. Klar, die Mercury-Version hast du angesprochen, ist natürlich ein Zacken tiefer von der entsprechenden Version. Du hast hier im Magina Trader in der Andromeda-Version, die du jetzt hier siehst, den Vorteil, dass du hier unter Strategien und dann Conditions dir die entsprechenden Signale zusammenknüppern kannst. Ja, dieses Tool fehlt dir in der Mercury-Version. Bedeutet, du kannst nur dir, das wäre doch auch teilweise dieses Thema gewesen, was wir angehen, Indikatoren anzeigen lassen, hier in diesem Scanner, die schon in der Programmierung, so wie sie im Magina Trader enthalten sind, diese bestimmte Auswertfunktion mit bei haben. Also es ist zum Beispiel RSI, ne? Wenn der RSI zum Beispiel unter 20 ist, dann ist er extrem überverkauft und dann leuchtet dann das Feld hier im Scanner grün auf. Das habe ich auch schon mal gezeigt, auch glaube ich hier. Wenn das bei dem SMA ist, dann glaube ich eher, dass es nicht der Fall ist. Und deswegen schauen wir gleich mal rein. Also, wenn wir das als Signal hier drin haben wollen, den SMA oder den EMA 200, dann würde ich ja jetzt hier rechts reinklicken einfach. Oder man benutzt so einen Button da oben, das kann man auch machen, diesen Bleistift da oben. Ich klicke mal lieber mit rechts in die Felder und schaue mir die Bedienleiste an. Man sollte immer das Gleiche tun, damit ihr euch schnell einarbeitet. Also entweder seid ihr ein Button-Fan, dann nutzt diese Buttons oder ihr macht es mit einem Rechtsklick über die Menüs. Ich lese lieber, als statt Bildchen anzugucken. Okay, also wir wollen Spalten bearbeiten, weil da soll ja dein Indikator rein. Das haben wir jetzt gemacht. So, jetzt sind wir in der Spaltenauswahl und wir sehen hier links steht Indikatoren. So, jetzt brauchst du ja deinen 200er Durchschnitt. Ich nehme jetzt einfach mal, du hast gesagt, ein EMA, glaube ich, EE. Man kann hier oben auch reingeben, wenn man sucht. Ja. Wenn man weiß, wie er heißt, EMA. So, dann habe ich den. So, und dann klicke ich den an und dann halte ich den fest mit gedrückter Taste, linke Maustaste und ziehe den hier rüber. Und dann habe ich den Indikator EMA oder was immer ihr möchtet da drin. So. Und ihr seht, immer ganz wichtig, hier steht schon mal drin eine Minute. Immer wenn ihr einen Indikator in die Spalten hinzufügt, steht der immer auf eine Minute. Also nie vergessen, was müsst ihr machen? Die Zeit ändern. Ja, was nützt es, wenn ich auf Tag scanne, wenn ich andauernd in einer Minute der Wecker klingelt, weil ich andauernd hier ein Signal bekomme, was bei Yahoo nicht so einen Sinn macht, weil ich ja nur einen Tageschart letztendlich da vernünftig sehe. Muss ich die Zeit ändern. Ja, also das Erste, was ihr macht, okay, ich will es auf Tag sehen, ich ändere die Zeitperiode, die hier auf Minute steht, da, aufklicken, einen Tag oder was immer ihr wählen wollt, dann müsst ihr hier diesen Haken öffnen und dann habt ihr hier noch viel mehr Möglichkeiten, da könnt ihr auch 7 Minuten eingeben, wenn ihr das braucht, also oder 7 Tage, was immer ihr möchtet, könnt ihr da eingeben. Ansonsten die Standardzeiten sind dann schon mal hier in so einer Liste aufgeführt. So, jetzt haben wir diesen EMA da drin. Nächster Schritt, wenn wir die Zeit geändert haben auf einen Tag, ist dann hier Periode ändern auf 200. So, und jetzt habe ich ja schon mal den ersten Hinweis darauf, weil das sind ja die Angaben von dem Indikator.
Und die Frage, die ich oder die Anmerkung, die ich vorhin gemacht habe, ihr müsst gucken, ob in der Mercury-Version der Indikator, in dem Fall der EMA, innerhalb der Programmierung schon eine Auswertung vorgesehen hat. Und das ist hier Special. Na, da müsst ihr hingucken, unten links. Da haben wir doch Linie nach oben durchkreuzen. Oder ist oberhalb, also wir reden immer vom Kurs. Oder Linie ist nach unten durchkreuzt worden oder ist bereits ständig unten. Also wenn ihr ein Signal wollt, wenn ihr 200er von oben nach unten läuft, durchschritten wird, dann müsst ihr das hier nehmen, da reinklicken. Nee, Quatsch, hier aufmachen. Und dann gibt ihr der Sache eine Farbe. Jetzt im Moment steht die Farbe auf transparent. Und jetzt gebe ich der Farbe mal ein, na, wir sagen mal von unten nach oben, ein Kaufsignal, machen wir mal grün. Oh, damit man das auch sieht hier, Leimgrün. Farbe grün, also wenn die Linie von unten nach oben geht. Jetzt sage ich bestätigen, jetzt achtet mal, Moment, schiebe es beiseite auf den Scanner und jetzt hoffe ich, dass da was passiert. Wahrscheinlich nicht bei den Märkten, aber vielleicht kriegen wir ein Signal. Doch, wir haben eins. So. Ah, die Einstellung ist EMA 200 auf Tag. Und jetzt haben wir hier unseren Indikator. Das ist jetzt auch für die Mercury-Version. Es funktioniert natürlich auch in der Andromeda-Version, logischerweise. Ja, was wir jetzt sehen, sind letztendlich die entsprechenden Kurse, glaube ich. Okay, dann gucke ich mir mal die Aktie hier an. AEP. Das ist mein Kauf gewesen, Gold. Oh, nicht schlecht. Hat ja super angefangen. So. Und wir haben jetzt hier 85,15 steht der. Das ist der Kurs, genau. Und das ist grün unterlaufen, untermalt und bedeutet, wir haben hier im Endeffekt die Überschreitung des EMA 200. Dann habe ich bei mir den SMA 200 drin. Da der EMA schneller ist, machen wir den zur Kontrolle mal rein. Indikator klicken in den Chart, damit wir sehen. Geben wir Oma EMA ein. Da ist er. Ich habe jetzt doppelt geklickt. Ich kann den aber auch so rüberziehen. Das geht auch. Dann ist der hier markiert. Und immer wenn der markiert ist, der Punkt hier, kann ich rechts hier wunderbar und schön die Einstellung machen und hier die 200 einstellen. So, und jetzt mache ich mal auf Übernehmen und okay. Und dann sehen wir hier den EMA. Das ist blau, ist jetzt nicht so meine Farbe. Ich mache den immer rot. Aber für die Demo-Zwecke hat jetzt hier heute der Kurs, weil wir sind ja, das ist eine amerikanische Aktie, den laufenden Markt hat er hier schön jetzt nach oben durchstoßen und deshalb kriegen wir hier ein grünes Signal. Somit kannst du das machen. Und das ist mit allen Indikatoren so. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr einen Indikator hier in so eine Spalte mit Signal hinzufügen wollt, klickt mit rechts hier rein in die Maus, Quatsch, in die Maus, da mit der rechten Maustaste in die Spalte, so rum wird es. Dann geht ihr auf Spalten bearbeiten und könnt dann hier euch zum Beispiel jetzt mal, was nehmen wir denn, RSI, ja, nehmen, RSI in die Mitte ziehen. Einstellung auf Minute, wissen wir, müssen wir auf Tag ändern oder auf was anderes, was wir wollen. Und dann gucken wir unten auf Special, ob dort die Möglichkeit ist, noch bestimmte Sachen zu machen. Ja, obere Linie nach oben durchkreuzen, müsst ihr euch durchlesen, ist bei jedem Indikator natürlich anders. Dann einfach auf diesen Dreieck klicken und die Farbe von transparent auf euer Signal ändern. Und dann bekommt ihr hier einen Zahlenwert ausgewiesen, in dem Fall vom RSI, glaube ich. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr das Signal seht. Die 85,15 sind wahrscheinlich dann der EMA 200, der Wert hier wahrscheinlich. Ja, so, ne, nicht ganz. Aber egal. So, jedenfalls habt ihr da ein Signal. Gut, dass wir wenigstens eins haben. So, dann hoffe ich, die Frage ist beantwortet. Dann lese ich mal weiter. So, der Micha stellt nochmal eine Frage und zwar kann man im Condition Escort, das ist dieses Ding, Strategien Condition Escort, könnt ihr euch schon mal angucken, während ich weiterlese, kann man im Condition Escort und Indikatoren umbenennen und neu in eine eigene Kategorie einordnen? Ich nehme mal an, du willst da ein bisschen aufräumen.
Condition Escort heißt ja nichts anderes, als dass es ein Baukasten ist, mit dem ich mir Signale erstellen kann. Es kann recht komplex sein, es kann aber auch ganz einfach sein. Und ich kann hier im Endeffekt linke Spalte bedienen. Dafür machen wir nochmal ein extra Webinar das nächste Mal. Aber die kleinen Funktionen, die hier im Endeffekt sind, ist ja auch nichts anderes. Wenn ich jetzt hier mir ein EMA raussuche, wenn ich hier kein Feld habe, wo ich suchen kann, dann klicke ich eins an und klicke dann auf E. Und dann komme ich da zu dem Buchstaben E, dann muss ich die X endlos screenen oder scrollen, besser gesagt. Da ist der E mal, den ziehe ich hier runter. So. Und den anderen E mal da rüber. Und dann kann ich mir irgendeine Strategie ausdenken und so weiter und so fort. Und du hast nun gesagt, ob ich die Conditions umbenennen kann. Also die Conditions aus meinem System, die hängen alle hier drin. Und hier sind ja einige schon geliefert. Für die entsprechenden Strategien, die von AT kommen zum Beispiel. Ja, also nehmen wir hier EMA 34, mache ich mal auf, es kommt von dem AT-Team. Und jetzt klicken wir die mal an. Wieso will er die nicht? Will er auch gar nicht haben. Okay. Weil ich keine neue habe. Ich will aber eine abbrechen. So, muss ja gehen. So, jetzt geht's. Weil jetzt liest der ja, wenn ich hier nichts eingeben habe, liest der ja die Daten ein, die hinter dieser Condition sind. So, und jetzt sehe ich ja hier oben den Namen und die Kategorie. So, und deine Frage, ob ich eine eigene Kategorie einordnen kann. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich nehme jetzt diese Strategie und will die, wenn ich hier die Kategorie habe, in die Kategorie Test legen. Deswegen bin ich gespannt, habe ich auch noch nicht gemacht. Also klicken wir auf Übernehmen. Das dauert eine Weile. Noch ist das Feld nicht wieder freigegeben. Dann ist er kurz weg und ist wieder da. Und wir gucken in die Testvariante. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gucken mal in die EMA 43. Da ist er weg. Doch, hier ist er. Da ist er. Also angekommen. Also Kategorien verschieben kann ich. Kann ich machen? Geht. Aufräumen. Also man kann aufräumen. So, und jetzt kannst du dem ganzen Kind ja noch einen neuen Namen geben. Du könntest jetzt sagen, das heißt nicht EMA 34, sondern EMA 341 mal. So. Habe ich einen neuen Namen gegeben. Jetzt speichere ich die ab. Und dann speicherst du die aber unter dem neuen Namen ab. Also direkt, ne? Das ist jetzt nicht so toll. Ich würde es lieber als Kopie machen, und zwar den Namen so lassen und dann hier unten speichern untermachen als Condition speichern. Wenn du darauf klickst, kriegst du nochmal ein Feld und kannst jetzt nochmal einen neuen Namen vergeben, aber der alte bleibt erhalten. Machen wir mal. Test 1, okay, nenne ich die jetzt. Das müsst ihr bei Test 1 aufschlagen und trotzdem wurde erfolgreich gespeichert, müsste die Close EMA 34 erhalten bleiben. Haben wir. Also auch hier kann man seine Sachen letztendlich ein bisschen sortieren, ein bisschen neue Namen vergeben. Ich kenne das, wenn man viel rumfunktioniert und rumfummelt in den entsprechenden Conditions, dann sieht es da meistens sehr unaufgeräumt aus. Ja. Also von daher, das geht. Danke, Micha, für die Fragen und dann noch einen schönen Abend. Kann ich bei der zweiten Datensee ein konkretes Startdatum festlegen? Das glaube ich eher nicht. Da wären wir wieder bei diesem zugefügten zweiten Datensee. Was will ich mit dieser zweiten Datensee erreichen? Ich will im Endeffekt sehen, welches Instrument ist denn performanter. Ne? Also hier sieht man, dass die Halliburton-Aktie, die hier als Strich funktioniert, in zweiter Datenebene, letztendlich mir etwas mehr Performance bringen würde. Wenn ich jetzt hier long gehen würde, kann das hier auch messen zum Ruler. Dann wäre ich jetzt hier eingestiegen und hätte die bis hier gehalten, dann hätte ich hier 35% gemacht. Das sieht man hier auch in der Skala ungefähr rechts. Und während ich mit der anderen Aktie zu demselben Zeitraum hier nur 6,5% gemacht habe. Und diese Outperformance will man halt haben.
Oder strebt man an, wenn man eine Aktie auswählt. Ich im Perlentaucher-Tool habe das anders gelöst, wie ich finde, effektiver, aber sehr Geschmackssache. Ne? Also man sieht ja auch, dass sich hier bestimmte Sachen verändern. Bei der Skalierung, wenn man scrollt, was man dann halt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, ist, dass der Chart dann auf einmal schlechter ist. Obwohl er dann, wenn ich näher dran bin, auf einmal wieder besser ist. Da stellt sich mir die Frage, ob das so effektiv ist. Ja, ich habe da eine andere Berechnung und ich benutze es auch als nicht im Chart, sondern eher unterm Chart. Das macht die Sache eher besser. Wo kann der Stift zum Messen von Kursen geholt werden? Gute Frage, Marc. Genau, du meinst das Ding hier. Ich habe mir den in diesen Action Bar gelegt. Ja. Action Bar, weil man ja immer verschiedene Sachen anklicken kann und für sich individualisiert reinmachen kann. Gehe ich nochmal explizit darauf ein. Wenn du jetzt hier so ein Zeicheninstrument generell bedienen möchtest, dann musst du hier zu dem Stift oben gehen. Ne? Da, oder was immer das ist, so ein Pinsel oder jedenfalls steht da Zeichenwerkzeuge. Da klickst du drauf. So, dann öffnet sich da ein riesen Baukasten für dich. Kannst du gerne mal durchgucken. Prinzip ist immer das gleiche. Du klickst da oben drauf, suchst dir das aus und wir haben hier den Chart Distanzmesser. Bei mir ist der Perlentauchermesser, weil ich mir den von der Farbe eingestellt habe. Ich klicke mal jetzt hier auf Default, diese Einstellung, dann hast du diesen Stift. Und jetzt musst du mit der dahin fahren, einfach mit der Maus, wo du hin willst, meinetwegen von hier unten. Und dann hältst du fest nach rechts oben. So. Und dann siehst du hier den Preis und die 20. Ja, sieht doch anders aus als meiner, wenn du den jetzt nimmst. Ich mache dasselbe, dann siehst du, ich habe viel mehr Werte drin. Ist natürlich kein Hexenwerk, das ist einfach eine andere Einstellung. Und wenn du das einstellen möchtest, dann klickst du einfach auf diese Linie, bis hier die zwei dicken weißen Punkte kommen, weil dann weißt du, bist drauf. Dann klickst du zweimal drauf und dann öffnet sich hier das Einstellungsmenü. Schon mal ganz hilfreich, glaube ich. Dann kannst du sagen, nee, also der Strich ist mir zu dünn. Ich mache jetzt hier mal eine 5 meinetwegen. Das ist sehr fett und die Farbe gefällt mir auch überhaupt nicht, weil ich brauche unbedingt Pink. Und dann kannst du hier einstellen, ob du das in Prozent noch haben möchtest, absoluter Betrag oder nur Betrag und wie viele Perioden, also wenn du Zeiträume messen möchtest, auch mal ganz spannend, dann kannst du es einstellen. Und hier unten sperren, weiß ich nicht genau, was es heißt, einsperren, keine Ahnung, Autoskalierung, dass es halt immer gesehen wird. Also wenn du rausgehst aus dem Chart, dass er immer zu sehen wäre, das würde ich halt weglassen, weil dann kriegst du teilweise komische Charts dann. Oder ob ich es auf allen Charts mir anzeigen lassen möchte, also auch hier im Stundenchart sage ich mal ja, dann habe ich denselben Strich auch da drin. Ne? Wenn er in der Preisskala auch sehr ersichtlich ist, wenn ich in kleineren Zeitrahmen bin, dann ist das manchmal da nicht zu sehen. Und jetzt ist wichtig, dass ich mir das auch speichere, weil wenn ich das nicht speichere, dann ist es beim nächsten Mal wieder auf der Default-Einstellung schwarz 1, dann sind meine Einstellungen weg. Und wenn ich speichern möchte, klicke ich einfach hier rein und sage hier rosa Messer, ja, und klicke dann hier auf die Diskette, zack, so, und jetzt kann ich beruhigt sein, weil wenn ich jetzt auf die rosa Diskette geklickt habe, dann kann ich mir hier endlich den Stift auswählen, gehe auf Chart Distanzmesser, dann habe ich hier mein rosa Messer drin und dann ist der auch rosa, ja, jetzt habe ich den beim Indikator reingemalt, das war nicht so schlau. Aber wir machen das nochmal hier oben und dann sieht man, haben wir auch diese vier Werte drin, wie bei mir. Farbe kann man ja selbst anpassen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht meinen anderen überschrieben. Nö, der ist immer noch derselbe. Ja? Und wenn ihr den hier drin haben wollt, weil es ja praktischer ist, hier rauf zu klicken, als statt immer über dieses Menü zu gehen, ja, und dann hier, weiß ich was zu suchen, einen Kreis oder was immer hier noch Fibonacci's, dann müsst ihr dieses Feld hier oben anklicken und zwar Hammer und Sichel, sage ich immer, aber es ist der Baukasten. Dann öffnet sich hier Action Bar Feld und dann geht ihr auf Zeichnungen. Hier sind meine anderen Sachen drin und hier unten, bei euch ist vielleicht hier oben schon das Feld, klickt hier unten drauf und sucht euch jetzt euer rosa Messer aus. Und zwar nicht unter R rosa Messer, sondern in dem Fall ist Ruler. Die Bezeichnung ist leider Ruler, Englisch. Oder Rectangle für das Rechteck. Da müsst ihr halt schauen, englische Bezeichnung, dahinter ist rosa Messer. Und das wäre dann euer
Fall, wo ihr raufklickt und klickt dann bitte nur auf Apply, nicht auf Apply for All, weil dann habt ihr es in allen Charts und alles andere wird überschrieben, was ihr habt. Das wollt ihr nicht. Also nur auf Apply klicken, dann habt ihr es nur in diesem Chart. Und dann haben wir hier unser rosa Messer drin. Und da können wir damit malen, wenn wir wollen. Ja. Das dazu. Ich hoffe, Marc, da konnte ich dir helfen. So, dann habe ich, glaube ich, alle Fragen erstmal soweit durch. Cool, danke. Ja, gerne. So, genau das ist ja der Punkt, wo es rum geht. Also können auch einfache Sachen sein. Wenn ihr Sachen aus dem Chart, wenn ihr viel gemalt habt, so wie ich jetzt, rausmachen könnt, dann kann man die natürlich einzeln so markieren und dann mit der, also nicht so markieren, dass die beiden weißen Punkte da sind und mit der Entferntaste löschen, logischerweise. Das geht auch. Wenn man zu viel drin hat, dann wird das ja eine wilde Klickerei. Dann kann man entweder da oben auf den Stift klicken und alle Objekte entfernen machen oder aber, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, nicht nachmachen, ich muss probieren, Steuerung X drücken, da passiert nichts, Steuerung X, ne, halt den Trick, will er nicht, komisch, bei mir will er nicht, ging mal, bei mir will er jetzt nicht, also dann nehme ich alle Objekte entfernen und sage ja, dann sind die weg. Außer jemand sagt mir jetzt, nee, du hast die falsche Taste genommen, es ist nicht Steuerung und X. Dann bitte reinschreiben, weil dann habe ich es wieder auf dem Schirm. Also normalerweise ging es mal. So, dann ist der Chart wieder aufgeräumt. Dann nehme ich mal die zweite Linie hier raus. Jetzt sehen wir diese zweite Linie hier, die zweite Chartlinie. Halle Burton hat jetzt hier oben nochmal verschiedene Punkte bekommen. Ich könnte jetzt hier, die Sache ist, was ist das denn? Skalieren, invertet, also das Umdrehen. Ich kann aber auch hier einstellen, was ich für eine Farbe haben möchte, ob ich Ticks haben möchte, welche, wie der Chart aussehen soll, kann ich mit der bestimmen, aber ich kann ihn auch letztendlich wieder umdrehen, wie es hin soll, und ich kann ihn natürlich rausnehmen. Ja. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und wie gesagt, wenn ich jetzt einen Indikator da reinbekommen will, das war ja das Hauptthema heute, dann macht ihr das immer über diesen Stift. Ja, das ist auch für die Mercury-Nutzer auf jeden Fall ein gutes Element. Sucht euch den Indikator aus, was immer ihr möchtet. Und nehmen wir jetzt mal hier. Wo ist er denn hier, der RSI? Da ist er. Nehmen wir den RSI. Zeit einstellen, müsst ihr euch immer merken. In dem Fall nehmen wir den Tag. Hier stellt er die Periode ein. 3 und 1 nehme ich mal. Bisschen kürzer. Und hier seht ihr auch schon wieder, da könnt ihr die Linie einstellen, die Überverkauftlinie und die Überkauftlinie, welches Niveau es haben soll, 30 oder 70. Und hier unten habt ihr wieder das Special. Das heißt, ihr könnt euch das farblich untermalen lassen. Ich möchte sehen, wenn der unter die 30 geht, dann ist er überverkauft. Also ist unterhalb unterer Linie, wäre dann in dem Fall das Richtige. Klicke ich da auf, muss ich hier die Farbe ändern, weil sie steht auf transparent, damit ich da eine Anzeige bekomme. Das mache ich. Wenn ich da überverkauft bin, dann möchte ich natürlich auch ein Long-Signal geben. Ich mache jetzt hier mal so ein Yellow-Green rein. Das kann ich noch machen. Ja, das war's. Dann gehe ich auf Bestätigen. Klick den da rein und dann habe ich hier meine RSI-Einstellung mit den entsprechenden Werten dazu und habe auch hier gleich, sehe ich gleich, ja, ist grün unterlegt und damit ist es eventuell, das ist ja nur ein Indikator und auch nur ein Beispiel, Kaufsignal. Also jetzt nicht bitte auf Kaufen klicken, nur weil es jetzt hier letztendlich ein grünes Licht aufleuchtet. Ja. Also da müsst ihr schon eine Strategie haben, aber das wisst ihr sicherlich. Kann mir das natürlich auch sortieren lassen, denn das Ganze ist letztendlich auch wie so eine Excel-Tabelle, also eine Zahlentabelle. Wenn ich hier auf zweimal klicke oder einmal klicke, dann seht ihr schon, ah, es wird sortiert. Damit kann ich auch die Intensität bestimmen. Ne? Weil ich kann sagen, ups, hier oben ist 98, da sehe ich auch gleich, das ist vielleicht ein Wert, der jetzt überkauft ist. Während hier ich gleichzeitig eine Wertigkeit herstellen kann, naja, wie tief sind denn die eigentlich gesunken?
Hier ist einmal absoluter, der muss richtig verkauft worden sein. Die Aktie, weil die steht beim RSI 1,69. Oder diese Aktie hat einen RSI-Wert von 2,94. Ja, also von daher kann man da schon eine Wertigkeit herstellen und könnte jetzt sagen, okay, schauen wir halt Aktien an, die halt vom Ranking her, von der Indikatorbedeutung her höher stehen. Ja, das wäre auch ein interessanter Ansatz. Also nutze ich auch sowas Ähnliches in meinem Tool, um halt ein Ranking aufzubauen. Nicht mit dem RSI, aber anders. Okay, dann hast du noch eine ich Frage. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte dir eine Nachricht geschickt bezüglich der Tastenkombination. Schau mal. Wo hast du die hingeschickt? Ja, über den Chat. Ich habe die Fragen rausgenommen. Da hast du reingeschrieben? Nee, die Fragen nicht. Es gibt noch ein Chatfenster. Ach, da unten. Den muss ich mir auch noch nehmen. Ist ja hier multimedial unterwegs. Moment, ich gucke rein. Da steht nur was drin. Herzlich willkommen bei FX Flat mit Carsten Berger. Okay, Steuerung entfernen. Das hast du da reingefunden. Okay, das sehe ich doch. Steuerung entfernen ist es. Das soll es sein. Okay, Moment, das probiere ich gleich aus. Probieren wir aus. Weißt du, man lernt doch selber dazu. Das ist ja das Schöne. Geben und nehmen. So, dann nehmen wir mal Steuerung und entfernen. Ich hoffe, das stimmt. Yippie. Jawohl, das stimmt. Alle Zeichnungen löschen. Und dazu geht drauf. Hervorragend. Immer schön aufpassen, dass man auch in dem entsprechenden Feld ist, weil wenn man im anderen Tab ist und drückt ist, kann es sein, dass gleich das ganze Tab weg ist. Das ist mir schon passiert. Also immer gucken, wo man drin ist, aktuell. Danke für den Tipp. Steuerung entfernen passt in dem Fall super. Das schreibe ich mir auf, dass ich dir mal was zeigen konnte. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding kann so viel, dass man nicht immer alles weiß. Und man, es soll ja auch dahin gehen, dass ihr euren eigenen, jeder seinen eigenen Workflow hat. Ne? Und fängt ja nicht jeder an und guckt in, kramt in jeder Ecke rum, um dann immer alles zu finden. Das macht er zu Hause ja auch nicht, sondern ihr habt zu Hause eure Laufwege, wo ihr hingeht und ihr wisst, das Marzipanbrot liegt oben rechts in der Küche. Da wollen wir hin und dann rennt er ja nicht erst über Toilette und guckt unten wie im WC-Schrank nach. Also von daher immer gezielt das machen, was er wollt. Und so ist es mein China-Trader auch. Ja, letztendlich macht ihr immer das Gleiche. Und das, was am Rande ist, was ihr nicht braucht, das benutzt ihr dann gar nicht mehr. Das geht mir im Auto auch so. Ja. Am Anfang liest man sich da die Betriebsanleitung durch. Und dann sagt man sich, wow, was der alles kann, was ich alles an Extras habe. Und nachher macht man letztendlich das Radio an oder aus, Klimaanlage an oder aus. Also mehr macht man meistens nicht. Und der Rest bleibt halt ungenutzt. Ja. Wenn das reicht, das ist super. Wenn ich es brauche, muss ich nachlesen. Und so ist mit meinem Tee auch. Also möglichst effektiv arbeiten, klickt darauf, wo er braucht. Und dann kommt ihr mit dem Tool auch super klar. So, dann ist natürlich, Indikator war ja das Thema. Den kann ich mir hier unten in den Chart reinlegen. Hier seht ihr einfach mal dieses Volumen. Das ist ein dreigeteilter Chart. Wenn ich den groß machen will, das mache ich jetzt im Fall, klicke ich hier oben auf das Feld, dann habe ich nur dieses Feld, die anderen sind nicht weg, sondern wenn ich wieder drauf klicke, dann sind die dahinter aktiv. Also auch wenn ihr eine Strategie laufen habt im Margina Trader und ihr klickt den Chart hier an, dann läuft im Hintergrund, wenn ihr jetzt im Stundenchart hier unten unterwegs wärt, die Strategie weiter. Ja? Das ist ein großer Vorteil an dieser Software. So, dann haben wir jetzt, sage ich mal, den SMA oder nee, den EMA 200 hier drin. Das sieht man hier oben an dieser Anzeige. Den haben wir dann immer drin. Das ist ganz lustig, wenn man jetzt zwei, drei Sachen drin hat, dann bleibt der Chart ja übersichtlich. Aber wenn ich jetzt anfange und sage, na hier, wir machen mal das noch rein, das noch und das noch und das noch und den noch, ja, dann wird es vielleicht für einige doch schon ein bisschen unübersichtlich. Das möchte ich, und dann hat man vielleicht noch andere Funktionen drin. Das möchte ich nicht permanent haben, sondern es gibt ja manchmal Dinge, wo ich einen Trade mache und sage mir, ich check nur noch einmal ab, ob der über dem SMA 200 ist. Ne? Dann mache ich Folgendes. Dann bleibt der einfach hier drin im Action Bar. Und wenn ich dann mit der Maus drüber gehe, so, Hover nennt man es, dann fängt der an und bringt den rein. Also ich kann dann kurz drüber gehen, dann ist er wieder weg. Oder ich klicke drauf, dann bleibt er drin. Klicke ich wieder drauf, ist er weg. Also hat der Action Bar schon seine Vorteile, denn der macht nämlich genau das, was ich eben gesagt habe. Ihr sollt nicht immer über alle Felder gehen, am Anfang schon, damit ihr wisst, was ihr da macht.
Aber nachher wollt ihr ja nicht ewig hier rumsuchen, sondern die Essenz daraus, die ihr braucht, benutzen. Und zwar dann mit dem Actionbar. Ja? Das heißt, ihr legt euch hier die Indikatoren rein und das macht ihr über dieses kleine Buttonfeld hier, in dem ihr raufklickt und sagt, okay, Actionbar, ich lege mir Indikatoren rein. Steht da unten noch schon drin. Aufklicken. Und hier müsst ihr nicht hier unten anklicken, sondern mit diesem Pfeil habt ihr nämlich nicht, sondern auf Bearbeiten. Dann öffnet sich wieder die Indikatorenleiste, die wir auch im Chart haben. Und dann sucht ihr hier links euch unter den 150, glaube ich, Indikatoren, die hier drin sind, ungefähr, euer entsprechenden Indikator aus. In dem Fall nehme ich einfach mal den RSI, wenn ich ihn finde. Steht natürlich bei R. So, kann ich hier oben auch wieder suchen. Aber ich habe ihn gefunden, ziehe den hier rüber. Hier sehe ich, welche Einstellung er hat. Hier ist jetzt mal keine Zeit vorgegeben. Denn wenn ich den Indikator in den Chart lege, übernimmt er automatisch die Zeit von dem Chart. Also wenn ich jetzt hier im Tageschart bin, dann wird der RSI auf Tagesbasis berechnet und nicht auf Minute. Logisch. So, ich lasse den jetzt mal so in der Einstellung, klicke auf OK. Nur auf Apply als Tipp für euch. Nicht auf da nicht aufklicken. Hier. Nur Apply und OK. Dann seht ihr, ist der RSI jetzt da drin. Und wenn ich den jetzt hier unten haben möchte, dann gehe ich mit der Maus mal drüber. Dann habe ich den da drin. Klicke ich drauf, bleibt der drin. Stellt euch vor, ihr habt jetzt noch 4, 5, 6 Indikatoren unter dem Chart. Dann wird der Chart immer kleiner und wird vielleicht ein bisschen unübersichtlich dann. Also von daher ist es eine gute Sache, hier die Sachen vom Action Bar zu benutzen. Und genau das Gleiche macht ihr mit den Zeichenwerkzeugen. Könnt ihr da reinbringen. Ja. Das mal so als Tipp. Okay, da haben wir jetzt noch 4 Minuten. Ey, Wahnsinn, wie eine Stunde vergeht. Ja. Ich wollte eigentlich nur 45 Minuten reden, aber ihr habt es schon wieder geschafft, mich auf eine Stunde zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr noch eine Frage habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall die Chance, noch eine zu stellen. Ansonsten natürlich über meine Internetseite cb@tradercoach.de. Wenn ich die jetzt mal finde, wo war sie nochmal? Dahinter. Genau, das ist die Internetseite und hier meine Anschrift. Könnt ihr gerne eine Frage stellen. Wie gesagt, ich beantworte alle Fragen, weil alles weiß ich ja auch nicht sofort und von daher könnt ihr mir eure Fragen jetzt nochmal reinstellen. Dann zeigt mir der Micha noch eine, wie zeige ich den Open High Low Close an, zum Beispiel in Weighted Moving Averages seit 14.40 Uhr? Aha, das ist ja auch eine tolle Frage. Micha, ich sag mal, du hast immer super Fragen. Das ist, was ich meine, was ich immer genial finde. Weil, wie zeigt man das an? Open High Low Close, zum Beispiel in Weighted Moving Averages. Gute Frage. Habe ich mir jetzt gerade mit meinem Screenshot-Programm gesnapshottet. Werde ich mir anschauen und werde ich dir dann schreiben. So, dann wäre ich soweit durch, Nelson, außer du hast noch was. Nee, alles gut. Hat mich auch sehr gefreut, dass die Teilnehmer heute sehr aktiv waren und Fragen reingestellt haben. Sehr das, aktiv, ne? Ja, super. Aber eins dafür ist es ja auch gedacht. Eins haben wir ja noch, Nelson. Und zwar ist natürlich der Vorteil, wenn jemand ein Konto eröffnet, in dem Fall bei FX Flat zum Beispiel, ja, und hat den Agena Trader oder möchte den auch noch haben, dann kann er das über meine Homepage gerne tun, weil dann hat er nämlich eins mit bei. Er kriegt den direkten Draht zu mir via Skype und er kriegt eine zusätzliche Online-Coaching-Stunde. Und das ist der große Vorteil, weil ich dann nämlich die Sache schön zusammen mit euch einrichte und eure Fragen beantworten kann. Und von daher habt ihr da schon mal einen guten Start. Denn wenn ihr den Agena Trader kauft bei AT, und dann müsst ihr für diesen Service 75 Euro bezahlen. Und das ist in dem Fall umsonst, weil ich kriege dafür dann natürlich von FX Flat und von Athene Affiliate-Leistung, für den ich dann aber für euch den Mehrwert biete. Das wollte ich nur loswerden. Natürlich. Dafür haben wir natürlich auch die Zeit. Super.
Dann bedanke ich mich von meiner Seite mal aus, dass es wieder so ein tolles Webinar war und die Leute immer aktiver werden und immer mutiger werden und das mit der Anzahl der Webinare immer mehr Spaß macht. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal die Fragen wieder schön notiert werden von euch und dann wir hier wieder so ein tolles Webinar haben. Von daher von meiner Seite aus wünsche ich euch alles Gute und Nelson, schön, dass du wieder dabei bist und wir hören uns, ne? Genau, super. Vielen, vielen Dank, Carsten, für das Webinar und natürlich nochmal an alle Teilnehmer für die Teilnahme und für die Fragen. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, so dass ja dann die Fragen auch entsprechend selber im eigenen Agenda Trader umgesetzt werden können. Und Carsten, wir haben am 18.11. wieder Webinar zusammen, dann zu deiner Perlentauchermethode. Da freue ich mich und bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute, viel Erfolg beim Traden. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Schönen Abend zusammen. Tschüss.